Ich wollte von Kindesbeinen an immer Ingenieur werden und habe auch den Weg bis dahin relativ zielstrebig bestritten, um dann festzustellen in meiner Ingenieurtätigkeit, dass das doch eine sehr monotone und mit 3 Bildschirmen und 2 PCs und Programmiergeräten auf dem Tisch sehr einsame Tätigkeit sein kann. Auch wenn man Kollegen im Büro sitzen hat, ergibt sich kaum eine Gelegenheit, mit denen ein Gespräch zu führen, weil einfach das Tagesgeschäft einen so einnimmt. Und da kam der Wunsch aus dem Studium, weil ich sehr viel mit anderen Studenten zusammengearbeitet habe und an der Tafel Aufgaben vorgerechnet habe, Lehrer zu werden. Und seit ich Lehrer bin, stelle ich fest, dass das Arbeiten mit den Jugendlichen sehr spannend ist, dass man seine Ingenieurtätigkeit trotzdem ausführen kann, dass man seine Arbeitstechniken, seine Ideen da umsetzen kann. Und wenn man dann langfristig sieht, was aus den jungen Leuten wird, dann ist das Ganze sehr positiv. Die Schüler sind anfangs vielleicht noch ein bisschen zaghaft, werden aber so in den 2 Jahren oder 3 Jahren, die sie bei uns sind, durch die Arbeit, die wir mit ihnen machen, immer selbstständiger. Und zum Schluss, wenn es dann so an die Abschlussprojekte geht, dann muss der Hausmeister die schon rausschmeißen, dass sie überhaupt ihre Projekte mal ruhen lassen.